Aber das Ding hier ist schon erschreckend gut, muss ich ehrlich sagen. Er macht mehr Tonnen über die Distanz gesehen am Tag als ich. Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Erster Schnitt, Leute. Erster Schnitt. Wir sind hier auf einer leichten Mischung zwischen Moor- und Mineralstandort. Und da, wo so eine Kuppen sind, wie wir jetzt gerade rüberfahren, Junge, das ist ein Paradies für Maulwürfe. Und seht ihr, wenn wir jetzt hier davon wieder runterfahren, ist kein Maulwurf. Warum? Na, weil die Wohnstube da ein bisschen unter Wasser steht das ganze Jahr. Hier sind auch die Zonen, wo das ganze Jahr Wasser wächst, seht ihr. Guck mal, hier ist noch grün und da vorne wird es schon wieder trockener. Dann fahren wir da so einen Meter hoch und dann kommt da so ein Mineralstandort. Das ist eigentlich so typisch für unsere Region hier. Wir haben hier Sand, da wo mein Acker ist, ist Sand, hier hinter dem Holz sozusagen. Und dann geht das hier runter bis hin und da ist nachher Moor. Und das Ganze auf einer ziemlich kurzen Entfernung. Und das ist eigentlich so typisch, dass dann auf diesen Sandzonen vor dem Moor sich die ganzen Maulwürfe aufhalten. Ansonsten, das Ganze wurde hier gestern Abend gemäht. Wir sind jetzt hier bei 40% Trockensubstanz. Wir haben ja den 3. Juni, es ist 9.38 Uhr. Wir haben hier zwar, das Ganze ist hier zwischen so Bäumen, relativ beschattet, aber die Gräser an sich sind schon sehr trocken hier oben. Jetzt haben wir hier 41. Ist nicht gar nicht schlimm. Im Durchschnitt sind wir jetzt bei 35 und das ist ziemlich gut. Wir waren gestern ungefähr 2-3 Stunden hinter dem Mähwerk. Ganz passend, dann habe ich es gestoppt, als er hier fertig war und wir haben dann noch ein bisschen weiter gehäckselt und heute Morgen habe ich ihn wieder losgeschickt und dann sind wir sozusagen, fahren wir hier nach ins Moor. Da ist es tendenziell so, da ist ja fast ein reiner Rohrschwingelbestand. Rohrschwingel steht sehr, sehr trocken alleine schon auf dem Halm. Das heißt, es ist nicht so wie ein Weidegras, was so quietschnass und so viel Wasser in sich vereint. Nee, nee, das ist ganz anders. Das kannst du einfach mähen und häckseln. Und deswegen hat er dann nachher so 2 Stunden Vorsprung. Gucken wir mal, wenn das zu trocken wird, das Futter. Oh, jetzt wird's euch wild, jetzt wird's wild für euch. Wenn das nachher trocken wird, das Futter, dann rufe ich einfach an und sage, du, halt mal an. Das ist der Vorteil, wenn man direkt mit dem Mähwerk aufschwadet und hat keinen Schwader dazwischen. Es bleibt halt ziemlich konserviert, so wie hier, ne? Wir verlieren kaum Feuchtigkeit und wir können es relativ gut regulieren. Ja, wenn es natürlich aber richtig schönes, hochintensives Gras ist, wird es schwierig. Da muss man natürlich das ein bisschen breit ablegen, damit das überhaupt vernünftig durchtrocknet. Hier ist es teilweise auch so, wenn wir jetzt so unter den Bäumen fahren und da kommt dieses richtig schöne, saftige Grün teilweise noch und das liegt so unten drunter, dann häckselt sich das teilweise auch nicht ganz so geil, wenn das gleichmäßig durchgetrocknet ist. Ne? Oben ist ein bisschen durchgetrocknet, unten ist dann quietschgrün und nass noch. Und dann kann man das manchmal haben, dass das im Einzug nicht richtig flutscht. Dass sich da so ein kleiner Knäuel verhakt. Also reversieren wir ein bisschen, muss man ein bisschen spielen mit dem Einzug, dass man das hin und zurück zieht und dann funktioniert das ganz gut. Ansonsten Premiere heute Morgen. Ich hatte heute meinen kleinen Anton hier dabei. Das war tatsächlich heute, als ich gerade los wollte, ist er wach gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt Häcksler fahren. Und er hat gesagt, kann ich mitkommen? Premiere hatten wir noch nicht. 1,5 Stunden, ganz cool. So lange hat er noch nie durchgehalten und richtig chillig, muss man sagen. Habe ich gefühlt als Faddy. So, ja, ansonsten. Was ihr oft immer fragt, sind die Fragen zu den Assistenzsystemen von Klaas. Also, viele fragen immer Kurven mit dem Campilot. Der Campilot ist hier vorne, sind 2 Kameras. So, da und da. Und die gucken halt aufs Schwatt und er lenkt jetzt automatisch. Und die Frage ist immer, kann der auch Kurven fahren? Ich mach gerade gar nichts. Ich steuere ein bisschen die Geschwindigkeit. Und ja, kann er. Aber der muss auch vernünftig, also seht ihr, das macht er gerade alleine. Und dann irgendwann sagt er, er sieht nichts mehr. Also wenn die Kurve zu doll wird, dann ist hier natürlich unfassbar wenig Gras gerade, wie ihr seht. Also er kann der Kontur nicht folgen, er guckt ungefähr so 2 Meter vorm Häcksler. So, jetzt können wir ihn reinmachen. Ja, Schutzscheibe, Messkopf, reinigen wir nachher. Jetzt können wir ihn reinmachen und ihr seht, der fährt da jetzt hinterher. Und das ist eigentlich super erleichternd, gerade wenn man als Häckslerfahrer nebenbei nochmal telefonieren muss oder sich um was anderes kümmern muss.
Ja, also er folgt jetzt komplett die Kontur. Was er natürlich nicht kann, 90 Grad Kurven. Was ihn auch ein bisschen verwirrt, wenn das Schwatt vom, von der Innenbahn direkt so reinkommt wie ein Keil. Ganz klar, kann er nicht erkennen, kann er nicht wissen, wo er lang muss. Und wenn die Transporter immer über die Schwade rüberfahren, da wo es natürlich runtergefahren ist, da sieht er ja optisch, also ich denke, der guckt etwas dreidimensional, da ist natürlich kein Höhenunterschied. Und von daher weiß er dann auch nicht, wo lang. So, und dann sagt er meistens Bescheid, Schwad Autopilot kann er gerade nicht gut erkennen. Übernehmen bitte. Wenn man da so ein paar Stellen hat, also wenn er es nicht erkennt, dann fährt er immer geradeaus, dann sagt er auch immer Bescheid, wenn er es nicht erkennt. Also, dass er jetzt mal einfach mal abhaut und in irgendeine Richtung fährt, habe ich noch nie gehabt. So, und dann wird das mal hier noch mit. Zack. So. Und dann fahren wir mal hier rum rein. Bisschen wild für euch, ne? Aber irgendwie muss man ja Hände frei haben. So, das heißt, wir fahren jetzt wieder rein. Meistens lenke ich ihn gerade so rein, so wie jetzt. Dann aktiviere ich ihn und dann lenkt er alleine. Jetzt ist auch die automatische Geschwindigkeitsregelung aktiv. Für den Einzug, also Quatsch, für die Vorschubgeschwindigkeit macht er jetzt alles alleine. Das Ding ist, ich fahre im Gras, wenn es so homogen ist wie hier. Seht ihr? Fährt er rum. Wenn es so homogen ist wie hier, man kann natürlich die Sensibilität auch ein bisschen höher nehmen, dann lenkt er richtig schnell rum, aber so fährt er richtig schön smooth. Wenn so eine Kurven, die jetzt sehr schnell kommen, die lenke ich dann auch ein bisschen alleine, weil das ist schon wildes Hin und Her. Hier wird es so dünn, zack, fahre ich alleine rum. Ich habe ja Autofill an, dann heißt, ich brauche da jetzt gerade nicht hingucken. Fahre ich wieder rum und dann mache ich ihn wieder rein. Was wollte ich gerade erzählen? Ich hab's vergessen. Achso, die automatische Vorschubgeschwindigkeit. Gerade wenn es hier so ein Hoch und Runter ist und dann kommt mal hier ein bisschen Erde von einem Auwurfhaufen, dann mache ich das schon alleine. Weil Erde und Häcksler mögen sich gar nicht. Absolut null. Und dann ist es auch so, dann wird das kleinste Schwatt mit einmal die größte Last. So, und deswegen kann man sich an diesen Stellen relativ schnell den Häcksler zufahren. Und dann muss man ein bisschen langsam sich rantasten. Mit der Erde ist nicht so geil. Aber ihr seht, der fährt die ganze Zeit alleine. Ist ein tolles System, bin ich ganz ehrlich, wenn man jetzt hier nebenbei filmt und ein bisschen telefonieren muss und vielerorts fahren die Geschäftsführer auch noch selber teilweise, das ist ein Vorteil, gerade für die, die nebenbei noch immer viel machen müssen, noch mal was schreiben müssen, die kriegen dann wenigstens mal eine Hand vom Häcksler weg. So, Punkt 1, nächstes Assistenzsystem, Autofill. Autofill, würde ich fast behaupten, ist das Beste auf dem Markt von Klaas. Ein, zwei Häcksler habe ich schon gefahren und ich hatte früher schon, als Autofill direkt rauskam, hatte ich früher schon Autofill und das war damals schon eine wahnsinnige Erleichterung, weil du einfach den ganzen Tag hier drin sitzt, du musst dich hier und da manchmal nicht so doll konzentrieren und kannst auch einfach mal weggucken. Ansonsten musst du ja die ganze Zeit hier auf deinen Hänger gucken und gucken, dass es auch, dass du auch da rein triffst. Auch hier in Kurven oder so. So, hier müssen wir gleich, hier halten wir jetzt an und dann fahren wir nochmal andersrum. So, wenn wir jetzt anheben, dann guckt er ungefähr noch 2-3 Sekunden hinterher beim Anhänger und dann schaltet er sozusagen auf Standby. Das heißt, er guckt jetzt nicht die ganze Zeit, wo ist ein Hänger und wedelt wild mit dem Turm. Nee, er ist jetzt auf Standby. Und sobald wir die Pickup wieder runter machen, aktiviert er sich wieder und dann sucht er sozusagen den Hänger. Und weil wir jetzt wissen, der Turm steht ziemlich weit vorne, müssen wir nichts machen. Manchmal ist es so, wenn der Turm gerade noch weiter hinten steht, da erkennt er den wieder, jetzt fährt er wieder nach vorne. Wenn er gerade noch ein bisschen weiter nach hinten steht, hole ich den manuell selber schnell nach vorne und dann erkennt er den Hänger auch früher. Das heißt, gerade beim Umdrehen oder so macht das schon mal Sinn, ne? Wenn man ein neues Schwad reinfährt, den Turm manchmal nach vorne zu holen, dass er den dann wieder sieht. Ich deaktiviere den damit nicht. Ja? Also, ich kann die ganze Zeit den Turm drehen und kann das sozusagen als Unterstützung machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt relativ schnell um die Kurve fahre und das ist ein Lenkmanöver, was er nicht so richtig vorhersehen kann, dann kann ich ihm zum Beispiel schon mal den Turm nach vorne oder nach hinten holen, ja, damit er ein bisschen unterstützend ist. Aber ihr seht, die ganze Zeit, er erkennt natürlich den Hänger und trifft da auch rein. Und ich kann natürlich auch, wenn er jetzt nach hinten ausweicht und das wird ein bisschen weit weg oder da kommt Wind,
kann ich das natürlich auch ein bisschen übersteuern, dass er sozusagen die Krümmerklappe macht. Also das heißt, wenn ich den Turm jetzt hier bewege, nehme ich ihn nicht raus, den Autofill, sondern erst, wenn ich die Aktivierungstaste hier einmal drücke, jetzt ist er raus, jetzt drücke ich die wieder, jetzt ist er wieder aktiv. Persönlich wünsche ich mir noch, ja, er befüllt jetzt den Hänger, er hat ja hier den grünen Kreis drumherum. Und grüne Punkte macht er sozusagen voll, gelb geht noch ein bisschen was rauf, dann macht er mal einen roten Punkt und dann geht er weiter nach hinten. Man wählt eine Befüllstrategie aus, wir befüllen von vorne nach hinten, ganz einfach, damit wir mehr Achslast auf die Schlepper bekommen, gerade wenn wir im Moorgrünland unterwegs sind. Und wir befüllen diese großen Hänger von hinten, dann haben die so ein bisschen so eine, na nicht negative Stützlast, aber sie haben nicht mehr so viel Stützlast auf den Schlepper, sodass der Schlepper vorne etwas leichter wird. Ja, ihm fehlt da ein bisschen Last und dann ziehen die nicht mehr so gut und dann können die sich auch dadurch festfahren. Ist uns viele Jahre passiert. Deswegen fangen wir im Moor einfach immer vorne an. Generell fangen wir immer vorne an, weil das haben wir uns jetzt alle dran gewöhnt. Auch im Mais. Vorne anfangen und dann nach hinten durchbefüllen. Da haben die Schlepper immer Last auf die Hinterachse und dann geht's nach hinten durch. So, das heißt, die Befüllstrategie, die ist hier eingegeben. Ja, ich sage von vorne nach hinten und ich kann ihm auch sagen, welche Höhe, welche Aufprallwinkel und natürlich, wie viel er Abstand von vorne nach hinten lassen soll. Also ich kann das richtig schön einstellen, wie er den befüllen soll. Ich habe das jetzt eingestellt, dass das gestrichen voll wird. Und wie ihr seht, ganz bisschen sieht man da den Mais. Und das ist halt im Prinzip, du kannst es halt nicht vergessen und versehentlich für die Straße zu voll machen. Erstmal ist gestrichen voll und dann den Rest mache ich meistens manuell alleine. Oder du kannst ihm natürlich sagen, er soll einen Bergbett drauf bauen. Der geht natürlich auch. Also das ist ein super flexibles System und das ist schon eine schöne Arbeitserleichterung. Hier und da macht man manuell, steuert man das manuell. Das bekommt man aber so gar nicht mit, so wenn das Livestream zum Beispiel zuguckt, was ich nur manuell gemacht habe und was nicht. Also teilweise denken die Leute, fährst du den ganzen Tag damit? Nee, machst du auch nicht. Ein, zwei Punkte funktionieren nicht so gut. Wenn du viel Gegenwind hast, ja, klar kannst du jedes Mal ihm den anderen Auftreffpunkt sagen, aber ich sag mal, manchmal fährst du mit Wind, manchmal gegen Wind und dann fährst du doch lieber ein bisschen alleine. Also Wind heißt wirklich viel Wind, aber das ist ja bei uns hier in MV so ein bisschen typisch, dass wir viel Wind haben. Ihr seht hier, kleines Hindernis. Ah. Hat er wieder, das hat er nicht erkannt. Das hat er nicht erkannt. Warum eigentlich nicht? Vielleicht ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu platt gewesen. Aber man kennt nachher irgendwann schon die Stellen, wo es nicht funktioniert und dann denkt man an den Punkten schnell alleine. Würde ich mir das wieder kaufen, definitiv. Über Autofill diskutiere ich gerade nicht mehr drüber. Viele kommen jetzt und sagen, ja, das braucht man alles nicht, das ist totaler Blödsinn. Und ja, ist ja denen ihr recht, können sie ja sagen. Aber in der Regel, Leute, die ganz lange mit Autofill gefahren sind, die wollen dann auch nicht mehr drauf verzichten. Ja? Klar ist das anfangs eine Umgewöhnung, nicht die ganze Zeit am Turm rumzufummeln, aber dann ist es viel entspannter. Und was auch die Transportfahrer berichten, es ist auch für die Transportfahrer entspannter. Das heißt, die gucken halt, wo steht der Turm, wo möchte der Häcksler gerade befüllen und daran können sie immer festmachen, wie voll der Hänger gerade ist. Ja, das heißt, der weiß jetzt alles klar, der Turm geht jetzt ein bisschen nach hinten, er ist schon relativ weit hinten, dann ist der gleich voll und dann rutscht er auch ein bisschen nach vorne. Das ist das, was die Transportfahrer berichten. Sie sagen, das ist viel entspannter und sie sind selber nicht die ganze Zeit so hoch konzentriert, so nach dem Motto, der arme Häckslerfahrer muss die ganze Zeit gucken, ob ich richtig fahre, sondern es ist für alle ein bisschen ruhiger geworden. So wie hier zum Beispiel sagt, der Schwatt erkennt er nicht richtig und dann fährt er jetzt geradeaus. Aber wenn geradeaus auch das Schwatt kommt, dann fährt er auch nach wie vor geradeaus. So, jetzt hat er auch eben gesagt, der Hänger ist maximal beladen. Seht ihr auch da, hat jetzt alle roten Punkte voll. Und jetzt blinkt er. Das heißt, er achtet nur noch mit der Krümmerklappe, dass das Ganze mittig ist. Und wir können jetzt den Turm drehen. Und er bleibt auf Position. Aber er achtet noch auf die Krümmerklappe, dass er auch in dem richtigen Punkt reintrifft. Das ist gerade für Anfänger, sag ich mal, ganz geil, die einen Berg bauen wollen. Und beim Bergbauen ist es anfangs super schwierig, dass du dir den Berg nicht selber wieder runterschießt. Ne? Und das ist ganz nice, wenn er dann auf die Krümmerklappe achtet. Wie mache ich das? Ich nehme es gewöhnlich raus und baue den Berg komplett alleine. Aber ich habe auch schon ein paar tausend Stunden Häcksler fahren auf der Uhr. Für mich ist das Ganze
als würde ich meinen eigenen Finger bedienen, wenn ich den Turm drehe. Ja, das ist sehr, sehr intuitiv. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwie gucken, welchen Finger muss ich jetzt irgendwie bewegen, sondern wenn ich jetzt den Autopilot rausnehme und will da hinten in die Ecke reinschießen zum Beispiel, ist es für mich ein leichtes, das zu treffen. Und genauso weiß ich auch, wie ich Berge bauen muss, damit das Ganze richtig aussieht. Das ist aber viel Erfahrung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass Detlef fährt, Detlef hat nicht ganz so viel Erfahrung, nicht ganz so viel Übung, der nutzt es ganz gerne, dass Autofill anbleibt und demzufolge in die Mitte noch reintrifft, ne? Wie gesagt, ich baue hier so eine Berge schnell alleine. Aber was heißt Berge? Das ist ja kein Berg hier. Ich baue sowas hier schnell alleine. So. Was ich mir aber noch wünschen würde, Firma Klaas, das ist, sobald Autofill... Ah, den nehmen wir von oben nochmal. Sobald Autofill sagt, der Hänger ist maximal beladen, ja, dann achtet Autofill auf die Krümmerklappe. Ja, auf die Krümmerklappe. Aber der Turm kann vom Hänger runterrutschen quasi. Also das heißt, wenn der mal zu schnell oder zu langsam fährt oder lenkt, bewegt er den Turm nicht mehr. Ich würde mir tatsächlich aber wünschen, dass er wenigstens noch darauf achtet, dass der Turm auf dem Hänger bleibt. Ja? Das heißt, er sagt maximal befüllt und er steuert quasi dann nur noch die Krümmerklappe. Also du kannst dann wieder, er bewegt den Turm dann gar nicht mehr. Ja? Ich würde mir dann wünschen, dass er ja zum Beispiel, er erkennt ja, dass hier hinten der Hänger Schluss ist, dass er da aber trotzdem noch eingreift, so wie jetzt. Ja? Das heißt jetzt, wenn ich jetzt langsam fahre, da, guckt er nicht mehr rauf, muss ich selber den Turm drehen. Und da würde ich mir das einfach wünschen, dass er dann auf dem Hänger noch wenigstens drauf bleibt, hinten auf der Kante. Manchmal passiert sowas auch versehentlich. Du hast nicht ganz mitbekommen, dass der Hänger befüllt ist, weil du gerade telefonierst oder irgendwas anderes ist los. Und dann flutscht doch hinterher mal der Strahl runter. Wenn jetzt einige sagen, ey, das würde ich gar nicht wollen, dass er das macht, dann macht es als Option, dass man das nutzen kann. Das wäre ein nettes Gimmick noch dazu. Und dann wäre das System schon sehr, sehr nice, um ehrlich zu sein. Das System ist nice, keine Frage. Ich will es nicht mehr missen im Häcksler. So. Ansonsten, ja, hier wo Mineralboden ist, also wir haben hier Gerast im Herbst gefahren, aber hier wo Mineralboden ist, ist nichts los. Klar, hat wochenlang hier nicht mehr geregnet. Und so, den schicken wir mal weg. Das reicht. Und da unten, wo ein bisschen Moorboden ist, da ist es natürlich deutlich besser, ne? Da ist ja deutlich mehr Ertrag, keine Frage. Man sieht das ja auch so ein bisschen, wo es heller und wo es dunkler ist. Tendenziell kann man sagen, das Vicon macht einen guten Job. Auch wenn es überständig ist, macht es einen schönen sauberen Schnitt. Da, wo natürlich Erde ist, ist ganz klar, sorgt natürlich die Erde, dass die Klingen da immer ein bisschen nach hinten ausweichen und dass der Schnitt nicht so sauber ist. Aber das machen halt Maulwurfhaufen so und... Das ist im Prinzip bei allen Mähwerken auch so. So, genau. Dann haben wir die Assistenzsysteme schon mal abgearbeitet. Das ist eine gute Frage, die dann meistens kommt. Die funktionieren wirklich gut inzwischen, muss man sagen. Und bei Mais ist es so, ist es auch, ich habe ja hier CMOS Auto Performance drin. Das heißt, er steuert auch die Vorschubsgeschwindigkeit automatisch. Wenn man homogene Schwader hat, oh, ich habe die Pickup vergessen anzumachen. Wenn man homogene Schwade hat, funktioniert das auch hervorragend. Was natürlich, was er nicht sehen kann, ist A, wenn Erde kommt und wenn es innerhalb von 5 Meter von 2 Tonnen auf dem Hektar auf 20 Tonnen auf dem Hektar geht. Und das ist hier so in diesen kurzen Senken. Ja, das kann er nicht sehen, das muss man selber ein bisschen machen. Aber im Mais kann man fast nahtlos damit die ganze Zeit fahren. Und das ist erschreckend gut. Also wirklich erstaunlich gut. Ich muss ehrlich gestehen, vor diesem Häcksler habe ich so gedacht, naja, bis der Mensch eingeholt wird bei den Assistenzsystemen, das dauert noch. Gerade beim Vorschub, das dauert. Aber das Ding hier ist schon erschreckend gut, muss ich ehrlich sagen, um ehrlich zu sein. Er macht mehr Tonnen über die Distanz gesehen am Tag als ich, wenn er die ganze Zeit automatisch fährt. Weil du als Häckslerfahrer
Du kannst nicht die ganze Zeit um 0,1 km/h nach vorne oder nach hinten kämpfen. Er hier schon, ne? Weil er macht das automatisch, der wird ja nicht müde. Aber man selber wird müde. 12, 13 Stunden, jetzt kommen wieder einige und sagen, ja, ich halt die ganze Zeit dagegen, da ist gar kein Problem. Ja, dann gib ihm. Aber da zeig mal, dass du das den ganzen Tag machst, auch wenn du nebenbei telefonierst oder irgendwas anderes ist. Das wäre auch gerne mal ein Test. Das ist die Profi zum Beispiel. Die Profi könnte sowas machen. Liebe Profi, macht mal einen Test den ganzen Tag. Ein Häcksler mit Auto-Performance gegen den Häcksler. Das kann auch eigentlich Klaas machen, der kein Auto-Performance hat. Und gut, das ist auch wieder sehr fahrerabhängig. Müsste eigentlich dann auch derselbe Fahrer machen. Und dann muss es auch derselbe Maisbestand sein. Und dann wären die Tonnen mal ganz interessant. Aber mit dem Kollegen fährt man immer über 200 Tonnen, egal was ist, pro Stunde, bei 5 mm Häcksellänge. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Jo Leute, ich muss mich ein bisschen kürzer fassen. Ich hab nicht mehr so viel Speicher auf der SD-Karte, um ehrlich zu sein. Ich habe gestern nicht gesichert und gestern habe ich gevloggt, habe ich gestern Abend nicht gesichert und mache ich heute. Ich habe zwar noch eine SD mit. Aber die ist eigentlich für die Insta360, will ich nachher noch ein paar Außenaufnahmen machen von dem ganzen Häckseln. Und dafür ist die eigentlich gedacht. Ansonsten viele, das ist ein Thema im Livestream, es wird regelmäßig gefragt, was ist denn jetzt so? Ich denke, du hast kein Grünland. Doch. 2023 habe ich noch Grünland, 2023 ist alles wie gewohnt für euch mit Häcksler, mit allem drum und dran. 2024 müssen wir mal schauen. Das Ding ist aber, man weiß ja nie, was kommt. Deswegen, ja, in erster Linie würde ich sagen, ich möchte gerne den Häcksler zurückgeben. Man weiß aber nie, was kommt, Leute, um ehrlich zu sein. Von daher, bleibt entspannt. Guckt einfach, was passiert, genießt die Videos, chillt ab. Schild ab. Ja, sofern. Und übrigens für alle, die noch nicht bei uns im Shop vorbeigeguckt haben, wir haben aktuell neue Designs. Limited Edition gibt es nur 2-3 Monate, dann gibt es die nicht mehr. Das passend zu den 100.000 auf YouTube. Da wird es auch demnächst das 100, das habe ich davon schon gesagt. Nee, das war eine Insta-Story. Da wird es auch demnächst das Spitze-Special geben. Ich habe es noch nicht geschafft zu filmen, weil der Play-Button ist jetzt da, aber der ist, glaube ich, auch erst eine Woche da. Und das habe ich jetzt noch nicht geschafft, aber wird cool. Ich hoffe, es wird cool, das Video. Mal gucken, einen Tag brauchen wir bestimmt, um das zu drehen und dann wird es ein 5-Minuten-Video. Aber das ist typisch. Die intensivsten Videos, die sind dann nachher 5 Minuten, weil man so viele verschiedene Schnitte braucht. Und die werden am wenigsten geklickt. Und die One-Cut-Videos, wo du denkst, oh, da hättest du aber jetzt mehr Mühe geben können, machen die meisten Klicks. Das ist ganz komisch. So, bis nachher. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gestern Abend dann oder Nachmittag auch nicht weiter gemäht. Ja, weil wir halt ein bisschen Vorsprung haben. Ihr seht selber, Sonne scheint wieder, es ist Wind, ist die ganze Nacht auch Wind. Was ein windiges Jahr bis jetzt schon. Und ja, da seht ihr die Trockensubstanz. Wir sind aktuell bei 39 bis 45 ungefähr. Ist noch nicht zu viel, aber wir wollen ein bisschen weniger haben. Deswegen ist das ganz gut, dass wir jetzt eigentlich auch aufrücken. Also, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da hinten fährt das Mähwerk in der Ecke. Also wir haben noch die Wiese dahinter. Und ich würde jetzt so sagen, das Mähwerk ist so 2 Stunden vor uns. Ertraglich, ja, geht so, ich sag mal, von 5 Tonnen, ist jetzt aber Frischmasse, von 5 Tonnen bis eben stand da 15 Tonnen drauf hoch. Da macht die Trockensubstanz natürlich eine Menge aus, gar keine Frage. Gerade wenn wir jetzt bei 45 sind, ist es ja dann nur doch ein bisschen leichter. Aber es ist in Ordnung. Wir haben nicht die größte Mühe und die größte Kraft hier reingesteckt. Von daher ist es ertraglich ganz gut. Sieht im Allgemeinen hier auch ja, gut aus. Und was man halt auch sieht, da wo ein bisschen weniger Wasser war. Also es ist eine sehr feuchte Wiese hier im Prinzip gewesen. Die stand relativ lange auch unter Wasser. Man sieht, da vorne ist so eine Anhöhung, da ist der Trag natürlich deutlich besser. Also überall, wo es denn da ein bisschen trockener wird, vom Boden her, da war der Ertrag besser. Wie kann man das erklären? Ganz einfach, der Boden
ja, hat früher keine Staunässe mehr, dadurch erwärmt er sich. Die Wurzelaktivität fängt an. Das ist bei denen, wo Wasser steht, deutlich langsamer und dauert deutlich länger. Deswegen ist es auch oft in manchen Jahren, in sehr kühlen, nassen Jahren, was wir früher hatten, auch üblich, dass wir in den Moorflächen anfangs weniger ernten und dann die nächsten Schnitte machen es ja einfach. Ne? Wir haben ja hier immer Wasser. Von daher, ich denke, wir werden hier auch ein paar Gärreste reinfahren. Ich habe mit der Biogas ein bisschen kommuniziert. Die würden dieses Jahr ein bisschen mehr Menge kaufen, weil nächstes Jahr bin ich ja nicht mehr, kann ich nicht mehr Gras liefern. Mais bleibe ich nächstes Jahr definitiv noch ihr Lieferant. Und dann sehen wir auf jeden Fall weiter. Ansonsten Schnittqualität von dem, von den Vicon ist richtig gut. Also dafür, dass es hier nicht gewalzt war und uneben und so, sieht das echt gut aus, muss man ehrlich sagen. Und vielleicht noch zwei, drei Worte zu meinem Glasmähwerk. Das ist natürlich schon ein bisschen über die Jahre gekommen oder in die Jahre gekommen gewesen. Aber unterm Strich, muss man sagen, war das Ding unfassbar zuverlässig. Also die Zeiten, wo das Ding mal den Geist aufgegeben hat und wir mussten reparieren, also das kannst du ja wirklich an einer Hand abzählen. Also von daher, das war ein super Mähwerk und war super zuverlässig. Also so viel Worte nochmal zu dem Klaas-Mähwerk. Also kann ich das empfehlen? Auch Klaas, definitiv kann ich das empfehlen. Das war schon ein sehr, sehr gutes Mähwerk. So, hier seht ihr das. Hier wird es ein bisschen trockener. Hier ist eine kleine Anhöhung, die wir jetzt hier hochfahren. Minimal. Vielleicht fahren wir 20 cm nach oben. Und da seht ihr das. Da bewegt sich der Ertrag gleich ein bisschen höher. Und auch die TS geht ein bisschen nach unten. Die nächsten Wiesen sind tatsächlich auch ein bisschen trockener und da steht es auch noch mal ein bisschen besser. So, noch ein bisschen aufrücken muss er hier. Viele fragen übrigens immer, warum wir auf rechts fahren. Hat einen ganz einfachen Grund. Vieles im Ostdeutschland ist ja mit der Historie der HW80-Züge und des Überblasschutzes. Das heißt, wir fahren unser ganzes Leben schon auf rechts. Von daher sind wir das auch gewohnt. Dann sagen viele, ja, der Traktorist, aber ja, ob der nun links oder rechts rausguckt, Leute, das ist doch heutzutage kein Kunst mehr. Muss hier nicht mehr schalten, gar nichts mehr. Die drücken nur noch auf Fahrpedal und lehnen sich ganz entspannt in irgendeine Richtung. Also, da ist ja der Häckslerfahrer entscheidender und ich mag es lieber gerne auf der rechten Seite. Hier habe ich alles innerhalb von 90 Grad auf einen Blick. Ja, also ich habe 90 Grad, habe ich hier die Pickup. Da auf halber Uhr habe ich den Bildschirm, da oben habe ich die Kamera und da habe ich den Turm. Wäre in diese Richtung komplett anders. Turm, Pickup, Bildschirme. Und dann schicken wir den mal weg. So. Ich würde aber sagen, nächste Folge geht's weiter mit Grashäckseln. Sonntag kommt übrigens Twitch Farming. Hoffe, er kommt auch. Er hat mir das zugesagt. Er hat sogar die Erlaubnis gekriegt. Ich hoffe, der kommt und dann wird's witzig. Kann er sich den ganzen Tag hier beim Häckslerfahren schuppern. Dann setze ich mich den ganzen Tag daneben und dann lasse ich ihn nochmal fahren. Und dann, von daher, sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann, Leute. Ciao, ciao.
Thank you.